Einen herzlichen Willkommen zurück, oder kann man wirklich sagen, zurück zu Let's Play Hardcore Minecraft zur Season 2, also Staffel 2. Nachdem die erste ja ganz plomp nach der 11. Folge beendet war, beginnen wir eine zweite Season und versuchen das Ganze nochmal. Vielleicht schaffen wir ja alle Blöcke, alle Items, alles zu sammeln, die ganzen Achievements. Aber ich würde mir am Anfang trotzdem eine sichere Base bauen. Ich habe auch eine neue Idee, was wir mal, wie wir es machen besonders. Da dürfte nur noch die Gefahr sein in der Hölle, die beiden Endbosse und... ja, Höhlenforschung, ne? Klammer, Klammer. Gut, legen wir los. Machen wir eine neue Welt. Nennen sie wieder Minecraft Hardcore. Yep, machen sie auf Hardcore. More World Option. Lassen wir alles so, wie es ist. Und dann mache ich mal Create New World. Ihr werdet jetzt nochmal kurz ein schwarzes Bild haben, weil das sonst alles abstürzen würde. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Die Welt ist gerade noch dabei, sich zu entfalten sozusagen, aufzuladen, wie auch immer. Die ganzen Chunks. Und gucken wir mal, wo wir hier dieses Mal gelandet sind. Da hinten sind Schafe, ist ja schon mal etwas. Könnte man hingehen. Es ist jetzt gerade nicht das zu sehen, was ich sehen wollte, sage ich mal, aber es ist in Ordnung. So, Schafe. Euch werde ich eben mal umbringen. Dann haben wir nämlich schon mal die Wolle. Das ist nicht schlecht. Komm her, stirb. Und gib mir deine Wolle. Danke, ein noch. Endlich, das schwarze Schaf lassen wir übrig. Na komm. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen jetzt eine... Oh, auf mein Ohr ist das voll laut. Ich mache mal kurz ein bisschen leiser. So, okay. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, was wir machen könnten. Entweder wir bauen uns jetzt eine Höhle ein oder wir suchen eine Wasserstelle, wo wir uns dann eine Art Insel bauen. Eine eigene, komplett eigene. Damit wir nicht so viele Zombies begegnen. Ich könnte auch hier versuchen, eine Luftinsel sozusagen zu bauen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Und ich bin schon fast dafür, dass ich mich für diese Entscheidung entscheide. Entscheide, genau. Weil wir hier so ein schönes Land haben. Ich glaube, das machen wir. Warum nicht? Da wir hier jetzt gerade so, ich sag mal, doch recht schön haben, machen wir das, glaube ich, hier. Das heißt, ich fälle jetzt ein paar Bäume und dann bauen wir uns auf. Ja. Ja, so machen wir es. Wir haben ja hier genug Platz. Zwar fehlt uns ein bisschen das Wasser, aber das ist ja auch jetzt nicht so weiter schlimm. Naja, und dann müssen wir uns bald auch schon ans Essen ranmachen. Das geht uns nämlich jetzt schon aus. So. Erstmal ein bisschen gucken. Einmal abgefailt. Nächsten Baum. Wir sollten gleich nochmal andere Bäume suchen, weil hier kommen, glaube ich, keine Äpfel. Nee, dürften nicht kommen. Das ist ein bisschen schlecht. Wir brauchen nämlich Äpfel. Ganz dringend. So. Haben wir das jetzt erste... Haben wir noch nicht das erste Achievement? Ach so. Ja, Inventar geöffnet. Herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir mal eben schnell das zweite Achievement nochmal. Das ist ja jetzt doof wieder. Dreimal auf Holz geklopft. Sehr gut. Zumindest müsste es sich so nennen. Ja, wie ihr seht, ich spiele immer noch auf Englisch. Ich habe Minecraft immer auf Englisch gespielt. Ich glaube, das wird sich auch nie mehr ändern. Wenn ihr den Wunsch habt, unbedingt auf die deutsche Fassung, könnte man es ändern. Aber ich persönlich spiele, weiß ich nicht. Spiele, die ich auf Englisch angefangen habe und auf die ich das gut spielen kann, lasse ich meistens so. Denn auch, das ändere ich nicht mehr. Habe ich das jetzt gerade? Nein, okay. So. Dann machen wir da hin. Stickies und einmal die
Hake, genau. Dann brauchen wir einmal eine Spitzhacke. Brauchen wir einmal so eine Hacke. Und noch einmal so. Genau. Dann hätten wir alles. Ja, danke. So, wo haben wir denn normal? Wir haben hier zweimal Kühe. Dann können wir ja einmal schlachten eigentlich. Oh, wo sind die zweiten? Die sind da. Ja, denn tut mir leid, Kühe, ihr werdet geschlachtet. So, danke. Da sind sogar noch mehr Kühe. Das geht also. Das geht vollkommen in Ordnung, wenn wir die hier eben schlachten. So, und du auch nochmal bitte. Danke. So, oh, ich hoffe, ihr hört mich nicht so schwer atmen, das wäre ja voll doof irgendwie. Gut, dann brauchen wir jetzt, ja, müssten wir uns hier jetzt im Prinzip irgendwo reingraben, rein theoretisch. Machen wir das mal, am besten einfach frei in der Landschaft. Warum nicht? Wir haben uns keine Schaufel gemacht, sehe ich gerade. Ist natürlich auch sehr schlau. Sich keine Schaufel zu machen. So, wo kommt denn Stein eben mal? So, da kommt Stein. Da hacken wir uns eben mal irgendwie 12, 13, 14, 15, 16 ab. Und dann müssen wir uns langsam unsere Base auch aufbauen, weil sonst könnte das ziemlich eng ausgehen. So. Wir haben 8, das ist für den Ofen. Jetzt haben wir die Spitzhacke im Prinzip. Jetzt machen wir uns noch das Schwert. Und dann noch ein paar Ersatz. Besser ist besser. So. 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 Dann grabe ich mich mal eben wieder hoch. Einmal hochgraben bitte. Und niemand hat es gesehen. Keiner hat es gesehen. Damit es klar ist, Leute. Keiner. So, ich hätte es ja auch ziehen können. Gut, dann machen wir uns einmal genau. Dann einmal das Schwert. Da haben wir nämlich schon mal... Dann sind wir etwas besser. Jetzt muss ich mal kurz in den Achievements gucken. Schaufel, muss man Schaufel machen? Nein, Schaufel muss man nicht machen. Das ist gut. So, dann gehen wir kurz her. Ofen schmeiße ich hier hin. 27 packe ich rein. Fleisch bis drinne. So, gut. Wenn das in das Fleisch brät, könnten wir im Prinzip weiter Holz sammeln. Haben wir uns eine... Wir haben uns keine Steinspitzhacke gemacht, ne? Nope, haben wir nicht. Das ist natürlich auch gut. Das könnte man ja eben mal machen. Machen wir mal zweimal. So, zack, fertig. Und jetzt wandern wir mal eben darüber. Und dann müssen wir bald unsere Insel bauen. Unser Luftschloss, dann machen wir dieses Mal. Damit wir zumindest etwas in Sicherheit sind. Da hinten ist Cody, könnte man schon mal abgraben. Aber was ich suche, ist im Prinzip Eisen. Da brauchen wir eben ganz schnell 3 Eisen. Das wäre... Okay, da ist nichts. War jetzt nicht anders zu erwarten. Ja, genau. Bleib mal bitte da. Bleib mal bitte da. Genau, explodier mal. Danke. So ist brav. So, Höhle, Höhle, Höhle. Habe ich für euch die Brightness? Warte mal, Video Setting, Brightness, Bright. So, ne? Moondy Bright, genau. Damit ihr auch was sehen könnt. Ja. Sehr erfolgreich gewesen, diese Höhle. Okay, will ich mich da jetzt echt hochgraben? Ich glaube nicht. Dann fällen wir doch lieber erstmal Holz. Und ich renne jetzt mal eben zurück. Kurz. Sonst dauert das hier alles zu lang. Ja, genau. So. Habe ich mir jetzt eine... Ich wollte mir noch eine Steinaxt machen. Was tue ich denn hier? Okay, nochmal hin. Haben wir das schon mal? Yes, wir haben.
Ja, dahin, danke. So. Voll gefuttert. Und wir haben nicht genug Stein. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann machen wir es mit der Hacke. Sollt. Das geht ja auch. Entschuldigung für den Huster. So, dann brauchen wir mal eben wirklich viel Holz, damit wir diese Plattform schon mal anfangen können. Denn das wird nicht so leicht, das Ganze. So, bitte einmal hochgraben. Danke. Und kann ich dich noch mitnehmen? Ich nehme mich noch mit. So, auf jeden Fall macht mir das Essen Sorgen. Wir brauchen drei Eisen für einen ja, Wassereimer. Ganz schnell. Damit wir unsere Felder dann auch auf dieser Plattform anlegen können. Ich würde mal sagen, wir machen das auch hier gleich. Irgendwie ungefähr 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte gehen. Und dann machen wir unsere Plattform hier hin. Erstmal eine kleine. Ja, uns können immer noch Skelette erwischen, ich weiß, Leute. Das ist tödlich, aber vor Creepern sollten wir eigentlich recht sicher sein. Außer alles, was sich da untertrümmelt. Davon sind wir wahrscheinlich nicht sicher. Da könnte sich nämlich jetzt eine ganze Menge antummeln. Das wäre natürlich jetzt auch nicht. Ah, also ist die Idee eigentlich gar nicht mal so schlau. Ich wollte es eigentlich auch auf dem Meer bauen. Da wäre man nicht mehr am sichersten gewesen. Aber ja, finde mal das Meer. So, kleine Plattform ist gebaut. Jetzt muss ich mal. Autsch. Jetzt mache ich nochmal ein paar Stickies eben. So, eben mal für eine Leiter. Die Leiter reicht ja schon vollkommen aus. 1, 2, 3, 4, 5. Da schon ein Skelett. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Bitte einmal Wolle. Danke. Und wir haben keine Kohle. Autsch, 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 autsch. Und jetzt sitzen wir oben fest, erstmal. Okay, das sollte ich vielleicht aber nicht tun. Das Risiko ist zu hoch, dass wir aufwachen und ein Zombie neben uns ist. Oder ein Creeper. Hatte ich. Also Creeper hatte ich noch nicht, aber Zombies? Und dann war immer noch Nacht, hatte ich schon häufig genug, selbst in geschlossenen Räumen, das ist echt. Zwar obwohl nach den neuen Updates ja eigentlich nicht mehr, das war ganz, ganz früher, da gab es, ich glaube Beta fing da gerade an. Gab es die Betten gerade erst. War wahrscheinlich mehr so ein Bug noch, aber trotzdem gefallen hat's mir nicht. Und ich glaube, da könnt ihr schon verstehen, warum, ne? Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass der uns nicht erwischt. Weil dann wäre, ich sag mal, die Kacke am Dampfen sozusagen. So, so, so. Und so. Darunter müssen wir alles ausleuchten, denn unter der Plattform. Damit uns da keine Zombies spawnen. So. Jetzt ist auch noch eine Spinne. Oh, die Spinne ist sogar gefährlicher. Die ist gefährlicher. Aber wie schön viele Kühe wir hier haben. Da können wir ja sogar noch ein paar schlachten im schlimmsten Fall. Sollten wir das mit der Farm nicht schnell genug hinkriegen. Jetzt muss ich mal mein Mikro eben richten. Oh Gott. Ist ja schon wieder eine Pannenaufnahme. Merke ich schon. So ungefähr. So, ja. Was jetzt tun? Wir können ja hier jetzt auch unmöglich die ganze Zeit hier oben stehen.
Versuchen, einen Baum zu fällen, wäre eine Idee.